Ja, und mit dieser wunderbaren Musik, die man hoffentlich auf YouTube hören kann, sage ich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. In der letzten Folge haben wir die freie Mine, glaube ich, zu Ende befreit. Das mit den freien Wortspielen ist immer richtig geil. Wir sind noch auf der Suche nach dem Ulumulu, beziehungsweise sind jetzt auf der Suche nach den Zutaten oder nach den Rohstoffen, die wir dafür brauchen. Und zwar, ah ja, und dann haben wir noch Armbrust gelernt. Für die nächste Stufe brauchen wir allerdings noch, ich glaube, 10 weitere Lernpunkte. Aber das sollte jetzt auch erstmal so reichen. Ja, also, Tarok, so hieß der Ork, glaube ich, hat uns die Aufgabe gegeben, für ihn einige Sachen zu beschaffen, damit er für uns das Ulumulu zusammenzimmern kann. Wir brauchen Sumpfheilzähne. Und wo findet man die? Natürlich im Sumpf. Ist jetzt schon ein paar Kapitel her, dass wir mal wieder im Sumpf sind. Und wir schauen auch direkt mal, ob es da wieder ein paar mehr Monster gibt, die wir töten können. Einfach um die ganzen Erfahrungspunkte abzustauben. Aber natürlich in erster Linie wollen wir Sumpfhaie töten, die wir mittlerweile eigentlich besiegen müssten. Oder wir sollten eigentlich stark genug sein, um sie besiegen zu können. Ja, warum hängt jetzt fest? Ja. Ja. Wir metzeln uns jetzt hier also durch den Sumpf. Ich überlege gerade, was wir noch für das Ulumulu brauchen. Ich versuche es jetzt mal aus dem Kopf zusammenzukriegen, sonst muss ich gleich ins Tagebuch gucken. Wir brauchen, ich glaube, irgendwas von einem Schattenläufer. Dann was von einem Troll. Und irgendwas, was noch hässlich war. Ach ja, Feuerwarane. Ja, irgendwas vom Feuerwaran. So, wir testen mal die neue Armbrust. Oder besser gesagt, wir testen mal unser neu gelerntes Talent mit der Armbrust. Okay, gegen den Sumpfall macht das nicht so viel Schaden. Deswegen greifen wir zur Axt. Okay, so ein Sumpfall bringt 400 Erfahrungspunkte. Und ich finde, den hauen wir eigentlich relativ locker weg. Was also bedeutet, wir ziehen sumpferjagend durch den Sumpf und metzeln hier die Sumpfhaie weg. Ja, wer sich erinnern kann, wir sind früher vor diesen Viechern weggelaufen. Mittlerweile haben die selber keine Chance mehr gegen uns. Also sind wir doch etwas stärker geworden, als ich ja in den letzten Parts angemerkt habe, weil ich ja meinte, wir wären noch sehr schwach. Aber anscheinend sind wir doch nicht so schlecht, wie ich gedacht hatte. Hier sind so viele Sumpfhaie, das ist so gut. Die bringen so viele Erfahrungspunkte. Oh, direkt zwei auf einmal und da ist noch einer. Ja, wir werden die alle mitnehmen. 400 Erfahrungspunkte, mehr als ein Ork-Krieger. Und ich finde, den Kampf gegen einen Ork-Krieger finde ich anstrengender. Also die Zähne sollten wir jetzt eigentlich mittlerweile zusammen haben. Oh, da kommt direkt der nächste.
Die Zähne sollten wir eigentlich zusammen haben. Aber ich werde die trotzdem hier noch alle ausräuchern, weil das einfach unglaublich viele Erfahrungspunkte gibt. Ja, komm her. So, ein bisschen tun mir die Viecher doch leid. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Die hätten auch kein Erbarmen mit uns, als wir so schwach waren. So, der nächste Sumpfheil. Und hinter uns war noch einer. Den nehmen wir auch noch mit. So. Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Allein wegen dem Level-Up. So. Und natürlich wegen den Zähnen, die wir ja sowieso brauchen. Mach nochmal einen kleinen Rundgang, nehme die Blue-Fliege noch mit. Und da hinten ist noch ein Sumpfhai. Da hinten sind noch zwei Sumpfhaie. Ja, also der Ausflug hat sich auf jeden Fall gelohnt. Noch ein Sumpfhai. Da hinten. So. Gut. Ja, am gefährlichsten werden, denke ich mal, tatsächlich die Feuerwarane. Ich habe ja schon mal gegen einen, glaube ich, gekämpft. Ja, ich bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher, dass ich schon mal gegen einen hier gekämpft habe. Aber der konnte seine gefährlichste Karte, nämlich sein Feueratem, gar nicht ausspielen. Was uns dann ja ziemlich gelegen kam. Hier war doch gerade noch ein Sumpfhai. Da. Den nehme ich noch mit. Was will der denn? Will denn die Hütte? Hey, raus aus meiner Hütte. Ja. Der wollte sich anscheinend die Wohnung da angucken. Aber nicht mit uns. So. Ich gehe noch mal ein bisschen nach links. Aber ich glaube... Ja, da ist noch die zweite Kräuter- oder die zweite Sumpfkrautgruppe. Aber da hinten wird wohl nichts mehr sein. Nee, gut. Dann hätten wir die Sumpfhai-Szene schon mal abgeschlossen. Ich speichere mal kurz ab. So, ich schaue nochmal zur Sicherheit nach. Ich will hier nichts falsch machen. Die Zunge eines Feuerwarans, das Horn eines Schattenläufers, die Zähne eines Sumpfhais und die Haue eines Trolls. Gut. Ja. Ich überlege gerade, von welchem Lager es jetzt am schnellsten gehen würde. Und muss leider feststellen, dass wir in dem Lager bereits sind, von dem aus es am schnellsten gehen würde. Verzeihung. Kurz Räuspern. Sagt man das? Räuspern? Das klingt sich, hört sich komisch an. Na egal. Ja, nee, wir gehen jetzt von diesem Lager aus sofort weiter in den Wald und hoffen dort einen Schattenläufer anzutreffen. Ja, wie gesagt, wir werden uns mal ein bisschen da umschauen. Auf jeden Fall hat sich der Ausflug in den Sumpf gelohnt. So.
Ich weiß gar nicht mehr genau. Haben wir. Ich bin mir echt nicht sicher. Haben wir schon mit Xardas gesprochen, nachdem wir mit Urshak geredet haben? Das kann ich gerade echt nicht sagen. Ich meine aber nicht. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Aber das werden wir dann ja rausfinden, wenn wir mit Xardas das nächste Mal reden. So. Schattenläufer leben im Wald in Höhlen. Da oben ist einer. Da oben sind zwei. Okay, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, gegen zwei zu kämpfen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mit der Armbrust schon so viel Schaden mache, dass ich sie vorschwächen kann. Das wird auf jeden Fall. So. Das wird auf jeden Fall nicht einfach. Ich werde mich vorher heilen. Und dann werde ich mal die Armbrust testen, wie viel Schaden die gegen den Schattenläufer macht. Die teilt schon gut Schaden aus. Der Schattenläufer teilt allerdings auch gut Schaden aus. Weswegen wir jetzt auf die Axt wechseln. Okay. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, deswegen würde ich gerne noch den zweiten töten. Vorher aber noch kurz heilen. Denn das bringt uns alles Erfahrungspunkte. Und wir haben für den Sumpfheil 400 bekommen und für die Schattenläufer bekommen wir auch 400. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug von den Schattenläufern, an Sachen, die wir brauchen. Gut, also wir haben jetzt die Schattenläufer abgehakt und wir haben die Sumpfeier. Zählt uns noch der Feuerwaran und die. Ja, ich komme gerade nicht drauf. Sag schnell, der Feuerwaran fehlt uns noch. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Der Feuerwaran. Und. Warum muss ich jetzt echt nachgucken? Das ist ja echt mies. Ich habe ein Gedächtnis. Natürlich, den Troll. Das größte Viech von allen habe ich natürlich wieder vergessen. Naja, gut. Also, wir brauchen noch jemanden, den Troll und wir brauchen noch Feuerwarane. Ich kümmere mich erst um die Feuerwarane. Ich hätte ja auch eigentlich versprochen, dass wir das Kromanin-Rätsel machen. Was ich dann ja für die Hauptquest erstmal unterbrochen hatte. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Ich denke mal, es gibt sogar dann eine Special-Folge, also eine etwas längere Folge nur für das Chromanin, solange bis ich es abgeschlossen habe. Wenn ich das jetzt allerdings mache, bin ich mir noch nicht sicher. Aber es wird auf jeden Fall Teil dieses Let's Plays werden. So. Wir müssten eigentlich langsam in die Nähe des Leuchtturms kommen. Da sind wir schon dran vorbei. Nee. Genau, hier ist nämlich der Zugang zum Strand. Da oben ist der Leuchtturm. Und da unten warten jetzt Feuerwaran auf uns. Ja, ich konnte euch die beeindruckende Kraft eines Feuerwarans beim letzten Mal ja nicht demonstrieren, weil den Feuerwaran, den wir angetroffen haben, der war ziemlich schwach.
Und lauf. Lauf, lauf, lauf. Die Viecher sind stark. Glaubt mir. Lauf. Lauf. Seht ihr? Das meinte ich mit, die Viecher sind stark. Die Viecher sind sowas von stark. Die setzen einen in Brand und das Feuer tötet einen sofort. Ich habe einen getötet, aber die anderen beiden waren dann etwas zu übermütig. Ich werde mich mal ein bisschen jetzt... Ja, super. Das hat es echt gebracht. Ja. Lauf. Die dürfen uns auf keinen Fall angreifen, sonst sind wir sofort platt. Okay, die bleiben stehen und gehen wieder zurück. Sehr gut. Und der eine ist sogar fast tot. Vielleicht schaffen wir es dann sogar beide zu töten. Komm schon. Stirb doch. Scheiß Vieh. Puh. Das war aber wirklich extrem knapp. Ja, die Viecher bringen halt nicht umsonst 500 Erfahrungspunkte. Und wir haben auch jetzt genug Zungen. Hier unten lag doch noch einer. Waren das nicht drei? Oder liegen hier zwei auf einmal? Keine Ahnung. Es waren aber drei, meinte ich. Naja, nicht so wichtig. Wir schauen mal auf die Karte. Also es fehlt uns nur noch das Fell eines Trolls. Schriften, da war es doch. Und wo haben wir das erste Mal einen Troll erlegt? Richtig, in der Trollschlucht. Mit Diego zusammen. Und da werden wir jetzt auch wieder hingehen. Denn mittlerweile sollte da ein neuer Troll auf uns warten. Und den werden wir dann besiegen. Diesmal sind wir allerdings auf uns allein gestellt. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Ich springe jetzt mal ein bisschen mehr, weil uns das einfach die Fortbewegung ein wenig erleichtert. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht komplett falsch gelaufen. Natürlich bin ich komplett falsch gelaufen. Super. Ja. Da ist eine Höhle, wo nichts drin ist. Hier war bestimmt mal ein Schattenläufer drin. Oder wird mal einer sein? Keine Ahnung. Behaupte ich jetzt mal. Ja, also den Wald haben sie eigentlich sehr stimmig hinbekommen. Vor allen Dingen, weil die von Anfang an dem Wald irgendwas Bedrohliches gegeben haben. Also, weil einfach alle von Anfang an gesagt haben, geh nicht in den Wald. Geh bloß nicht in den Wald. Mach was du willst, aber geh nicht in diesen scheiß Wald. Aufgrund dessen haben die Macher von Gothic 1, finde ich, wir laufen komplett falsch. Was mache ich hier eigentlich? Ich finde, die Macher haben das ziemlich gut gemacht, weil dadurch eine ziemliche Faszination von diesem Wald ausgeht. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal Gothic 1 gespielt habe und
die Leute gesagt, also die Typen hier im Lager immer gesagt haben, geh bloß nicht in den Wald, Mann, dann stirbst du. Den habe ich das ja geglaubt. Und ich dachte so, ja, gehst du bloß nicht da rein. Und ich bin wirklich beim ersten Mal durchspielen, ganz ehrlich und ungelogen, habe ich diesen Wald beim ersten Mal nicht betreten. Ich habe das Spiel durchgespielt, habe aber nie diesen Wald betreten, weil ich so viel Respekt davor hatte, obwohl ich gar nicht wusste, was hier drin ist. Und dabei sind hier nur einfach nur Viecher drin, die man alle umkloppen kann. Und das werde ich jetzt auch tun. Ja, hier sind in letzter Zeit schon wieder viele Biester nachgespawnt. Gut für uns. Schlecht für die. Ich bin bestimmt schon wieder komplett jetzt falsch gelaufen, dadurch, dass ich durch den Wald gegangen bin. Ne, wir sind noch auf Kurs. Töten hier alles, was wir kriegen können. Alles, was uns vor die Axt läuft. Und wir kommen hier wieder raus, okay. Da sind Warane. Die können wir jetzt auch töten. Das heißt jetzt, die konnten wir schon vorher viel früher töten. Ist auch nur einer. Ehrlich jetzt, der Waran nimmt keinen Schaden. Aber die Warane nehmen doch alle Schaden. Der auch. Ja. Also manchmal ist das doch ein bisschen komisch. Den haben wir direkt im Wasser gelüncht. Ja. Gut, geht's weiter. Ein Scavenger nehmen wir mit. Okay, hier sind anscheinend in den letzten Kapiteln doch wieder ordentlich Viecher nachgespawnt. Hätte ich vielleicht auch ein bisschen gründlicher wieder abfarmen können. Aber ich wollte ja nicht zu viel nur mit Rumlaufen verbringen, sondern wollte ja ein bisschen in der Story weiterkommen. Glaube ich eigentlich noch richtig? Ja, wir müssten jetzt langsam mal hier auf die andere Seite. Ohne vielleicht gleich zu ertrinken. Sehr gut. So. Und raus. Ja, vielleicht auch noch heute, wenn es geht. Danke. So. Ja, da sind die beiden netten Jäger vom Anfang. So. Wir machen uns also auf den Weg in die Trollschlucht. Um dann da den hoffentlich neu gespawnten Troll zu töten. Weil sonst würde mir jetzt nicht einfallen, wo noch ein Troll dann ist. Höchstens in der alten Kloster... Jetzt lauf doch nicht gegen den Baum, Junge. Höchstens in der alten Klosterruine, wo wir mit Gorn waren. Da ist ja auch ein Troll gespawnt. Aber ich glaube, hier wird einer sein. Ja, da ist ein neuer Troll gespawnt. Okay. Dann auf ihn mit Gebrüll. Es läuft eigentlich ganz gut. Wir dürfen uns nur nicht selber treffen lassen. Dann sind wir nämlich Futter für die Ratten. Okay, und der Troll verliert hier literweise Blut. Ja, man sieht schon, warum man sich nicht treffen lassen darf. Weil der Troll eine ziemlich harte Rechte hat. Und eine verdammt gute Linke dazu. 2000 Erfahrungspunkte.
Das nenne ich doch mal einen gelungenen Abschluss für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir gucken uns noch einmal, wir drehen noch einmal eine Runde um unsere Trophäe, baden in ihrem Blut und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Gothic 1. Bis dahin. Tschüss.